dann legen wir mal los hier. Und werden mal düngen. Ich bin am überlegen. Düngen mache ich, glaube ich, hier mit dem Schlepper hier. Den finde ich halt cool. Matze, guten Abend, hallo. So, aber sind wir wieder zurück auf der Frühling, Leute. Ah, herrlich. Feinstes Wetter. Die Zeit mal wieder auf 1 machen. Und dann werden wir mal jetzt hier eine Runde düngen, ne? Schauen wir mal. So, Alex, Grüße. So, das Teil werden wir mit Dünger voll machen und dann werden wir die Wiesen düngen. Das steht heute als erstes an. Und dann gucken wir mal weiter, ne? So, wunderschönen guten Abend zusammen. Es geht raus auf die Felder und auf die Wiesen vor allem, ne? Die müssen wir alle düngen hier, guck mal. Düngen müssen wir die. Huch. Mal ein bisschen schauen, ne? Mit dem Schlepper hier bei feinstem Wetter im Herbst. Finde ich gut. Es gab hier ein Update für die Map, aber ich habe es jetzt nicht installiert. Weil man hätte da einen neuen Spielstand anlegen müssen und das wollte ich nicht. Was ist das für ein Schlepper? Ist ein Deutsch, Rete. Findet man bei FBM. Dass du ein Frontgewicht brauchst? Nö, eigentlich nicht. Für das Ding, nö, da brauchen wir keins. Für das Ding, ich kann das umkonfigurieren hier im Menü. Das wäre eine Möglichkeit, Gunibär. Aber jetzt aktiv, nö. Würde ich sagen, erstmal nicht. Weil das ist ja hinten mit Achsen, ne? Oh. Und hier sind wieder wildfahrende Fahrzeuge, ne? So, lass mal gucken. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Echt, lass mal gucken, ja. Nö. Das ist in Ordnung, guck mal. Alles gut. Das müsste passen hier. Das müsste passen. Bisschen groß für den Kleinen. Für den kleinen Steuer. Nö. Ich finde den gut. Der reicht doch. Wir haben ja eher, ich hätte auch den großen Fiat nehmen können. Nochmal. Das reicht doch hier. So. Nee, Kalb wollte ich eigentlich nicht, Leute. Ich will eigentlich Dünger. Ach, da war wahrscheinlich nur Restkalk drin, ne? Wir leeren mal. Ich wollte nämlich Mineraldünger hier reinpacken. So. So ein Ding ist das nämlich. Gucken wir das Ding an. Automatische Ausbringung haben wir aktiviert, ne? So. Auf geht's, Leute. Wir müssen düngen unsere Wiesen. Johannes, danke dir für 3. Vielen Dank. Moin. So, warte mal. Wir müssen erstmal, glaube ich, hier drauf. Ne? Das ist ja auch unsere Wiese hier. Ist das unsere Wiese? Lass mal kurz gucken. Was gehört denn uns alles? Ja, 3, 4. Da müssen wir drauf. Wir machen mal auf hier. Und werden mal düngen, die Wiese. Ne? Jetzt erstmal wieder hinten aufklappen. Und einschalten, ne? So, guck mal. Da wirft er raus. Schön düngen hier. Schönes Ding. Also ich mag das Gerät. Der hat auch nicht so eine große Überbreite, das passt schon. Kannst du aktuell nicht herstellen. Da es noch einen Bug gibt, wenn du es mit Mais Plus nutzt. Wenn du ohne Mais Plus spielst, jupp, dann ja. Ne? Auf jeden Fall. Johannes, dankeschön. Mit Mais Plus gibt es aktuell Probleme, Jupp. Ist aber, ist bekannt. Das bedarf dann noch eines Updates von Mais Plus irgendwann. Und dann funktioniert das auch. Na, ich muss mal kurz her. So, lass mal gucken.
Und nicht vergessen, Leute, am Samstag auf Sonntag 12 Stunden streamen ab 19 Uhr. Ne? Da freue ich mich schon drauf. Guck mal, schön düngen hier, ne? Das hat nicht die super Arbeitsbreite, aber das ist mir auch relativ egal. Nee, gibt's doch keinen Befehl, den habe ich zu morgen drin. Ne, wer mitzocken möchte, kann gerne morgen, kann auch am Samstag mitzocken. Wir werden ausschließlich Multiplayer-Games spielen. Das heißt, wir werden neben dem ETS in der FSL unterwegs sein. Das heißt, wenn ihr den Arena-Modus schon mal testen wolltet, sucht euch zwei Freunde, spielt mit, ich kommentiere den ganzen Spaß. Das wird wirklich großartig werden. Da freue ich mich schon auch sehr drauf. So. Alles schön ausbringen hier. Schön Kreis-RP. Das machen wir jetzt auf drei Wiesen. Und dann werden wir uns um die Aufbereitung unserer Felder kümmern, ne? Nee, das geht nicht. Genau, deswegen ging es nicht. Richtig, genau. So. Müssen gleich mal in Bahnen fahren, würde ich sagen. Stell mal kurz ein bisschen VCA an, weil. Oh, was ist mir passiert? Nicht so breit. Da waren wir schon. Auch mal für FSL? Nein, brauchst du nicht. Ist automatisch im Spiel im Multiplayer integriert. Für FSL brauchst du ab dieser Saison nichts mehr. Nein. Es ist automatisch alles mit dabei. Manfred, du brauchst da nichts zusätzlich runterladen. Brauchst du nicht mehr. Ist im Multiplayer-Bereich hinterlegt. Automatisch. Ein Versatz. Oh. Huch. Oh. Storno. Hilfe. Talent braucht man. Ja gut, das hast du ja auch nicht, Ricky. Großer Storno hier, warte. Fail? Nein! Wieso macht er das so komisch mit der Anzeige? Das verstehe ich nicht. Ist er jetzt verstellt? Hat er einen Versatz drin? Versatz Müll, Leute. Ah, jetzt, guck mal. Jetzt geht's. So. Wann ist das am Samstag ab 19 Uhr? Joe. Also ab 19 Uhr ist der Stream, da werden wir erstmal ETS fahren. Und nachdem wir ETS gefahren sind, so 2-3 Stunden später, werden wir dann so ab 22 Uhr dann FSL zocken. Und ich werde das Ganze professionell mit meiner FSL-Manier quasi dann auch moderieren. Das wird sehr lustig. Glaube ich, für den einen oder anderen. Ich denke, das wird gut. Das ist blöd hier mit dem VCA, ne? Will ich machen, dass er hier zweite Bahn nimmt. Ist vielleicht ein bisschen zu steil hier, ne? Oder wir fahren noch ein bisschen. Ach komm, wir fahren im Kreis. Ich kann im Kreis sowieso am besten fahren. Also. Guten Abend, Apokalyptika. Grüße. Hi. So. Guck mal, feinstes Wetter hier im September, ne? Feinstes Wetterchen. So, vielleicht können wir das jetzt hier machen. Ja? Ah, musst du nicht. Alles gut, Mann. Also wir werden so 3-4 Stunden auf jeden Fall spielen, Joe. Du musst nicht deinen Stream extra eher beenden. Mach deinen Stream ganz normal und wenn du fertig bist, kommst du rüber. Alles gut, Mann. Du musst nicht deinen Stream extra verschieben. Mach mal deinen Stream so, wie du den gerne haben möchtest. Also, alles gut. Du musst ja nicht extra hier den Stream irgendwie, ne? Also, das macht ja mal gar keinen Sinn. Ich nutze kein Dingens.
kein VCA hier. Das Feld ist halt einfach zu schwierig dafür. So. Wir werden das schon so treffen. Talent hast du doch, Regi, oder? Ihr müsst halt nur zwei, drei Freunde zusammensuchen. Da spielt ihr einfach mit. Ich moderiere den ganzen Spaß. Schade, dass Steve keine Zeit hat. Dann werden wir das FSL-Du. Steve hat aktuell sehr viel zu tun, deswegen wenig Zeit. Und ich freue mich schon, Steve auf der Agritechnica wieder zu sehen. Ne? Wir düngen, Leute. Dann machen wir Aufbereitung von Feldern. Haben wir ja gesagt. Da kümmern wir uns auch drum. Die anderen Felder, da haben wir halt keine Kollision. Da können wir das ein bisschen besser machen. Leute. Heute wird geackert hier. Wir müssen echt die Felder und die Wiesen vorbereiten. Die Felder für die nächste Aussaat. Und die Wiesen halt einfach, dass sie wieder richtig schön kräftiges Grün absahen. Ne? Das steht heute an. Ne? Morgen spielen wir am Sim-Freitag, spielen wir Alaskan Road Truckers. Ne? Auch ein sehr geiles Game. Ist jetzt, glaube ich, schon seit 2 Wochen draußen. Haben wir damals mal die Demo gespielt. Ist so eine Mischung aus ATS, ein Survival-Game und so Ice-Trucker-mäßig. Total cool auf jeden Fall. Das werden wir morgen Abend zocken. Gibt's leider nicht im Multiplayer. Ich fange zum Ausgleich einfach mal etwas früher an. Ach, musst du nicht, Joe. Also wie gesagt, du brauchst dich nicht wegen meinem Stream irgendwie anpassen oder so, ne? Mach so, wie du meinst. Senior Sebi, gute, hi. Und ACC werden wir wahrscheinlich am Sonntag fahren. In Verbindung mit Hof Bergmann oder City Skylines. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt heute schon 2 Streams in dieser Woche mit LS gehabt. Das ist schon 200% mehr als in der letzten Woche. Lukas, moin. Und letzte Woche haben wir gar nicht gespielt. Steffen, hallo. Wir mal, ne? Und LS spielen wir ja am Samstag ja auch. Das heißt, 3-mal die Woche LS. Das ist schon recht viel, ne? ACC um 1 Uhr morgens, keine gute Idee. Ich glaube, das hat beim letzten Mal schon nicht geklappt, Ricky, ne? Ja, ich glaube, er kann mich daran erinnern. Das war beim letzten Mal schon eine dumme Idee, glaube ich. Der war doch so, oder? Vertue ich mich da jetzt? Ich meine ja. Das war beim letzten Mal schon nicht so gut. Nee, der normale Sonntagsstream abends, meine ich, Ricky. War recht lustig. Boah, nee, fand ich nicht lustig. Das war im 24-Stunden-Stream, war das. Das war damals im 24-Stunden-Stream, glaube ich. Genau, richtig. Echt sparsam beim Streuen, ja. Weil wir haben hier digitale Technik in dem alten Gerät hinten dran. Wir spielen ja mit Precision Farming, deswegen. Und Precision Farming ist ja quasi mit Sensoren und so weiter. Und der bringt auch nicht so viel aus bei Precision Farming. Der ist wirklich sehr sparsam, ne? So. Da haben wir noch 2 andere Wiesen gleich. Da kümmern wir uns auch gleich drum. Der braucht echt nicht viel, ne? Und Gras braucht ja mit Precision Farming ja auch nicht viel. Hier gibt es ja keine 2 Düngerstufen, sondern nur eine. Und deswegen.
So, jetzt können wir gleich hier rüberfahren. Dann machen wir gleich die nächste Wiese. Aber da würde ich, glaube ich, VCA einstellen. Warte mal, das könnte man eigentlich... Da hinten mehr Gewände. Ich gucke das mal. Ich fahre jetzt erstmal wieder Vorgewände hier. Dafür kalkt man aber auch mehr. Das stimmt ja. Kalken tut man echt viel. Das stimmt. Wir haben 4 Wiesen insgesamt. Die machen wir jetzt erstmal fertig. Und dann kümmern wir uns um die Felder. Tiere sind soweit versorgt. Und da müssen wir gucken, mal, ob unsere Marmelade fertig ist, Leute. Warte mal, ich stelle mal kurz den Kurs ein. Ob unsere Marmelade fertig ist, ne? Wir haben beim letzten Mal ja Erdbeeren reingefahren. Da bin ich auch mal gespannt, wie das mit den Erdbeeren läuft. Und wann wir dann die ersten Erdbeeren verkaufen können, ne? Sehr cool. Aber Dünger braucht man bei Precision Farming immer sehr wenig, ne? Der Marmeladenhomer, ja. Ist richtig. So. Und feine, leckere Erdbeermarmelade. Mm. Lecker, lecker. So. Und lange ist auch nicht mehr bis zum Dingens-DLC, ne? Bis zur Platinum-Extension, Leute, ne? Geht bald los. Auch nicht mehr lange. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird auch richtig gut. Mit dem Joe müssen wir auch mal wieder ein Projekt machen. Schauen wir mal. Und dazu bitte frisches Brot und Butter. Das stimmt. Ja, sehr lecker. Nur noch 12 Tage. Richtig. Blackie, moin. Hallöchen. So, jetzt sind wir einmal rum. Dann fahren wir gleich wieder in die Bahn rein. Ne? Mit Butter, da war doch was. Marmelade mit Butter geht. Aber nicht dieses andere Teufelszeug. Das ist mal nicht mehr Butter, Ricky. Nein, aus, pfui. Hier ein weiter war es noch. Oder? Nee, ist er doch hier, ne? So. Was? Butter mit Nutella? Bitte? Auch das geht. Nein, das geht nicht. Mr. Thailand, moin. Ach, Mr. Thailand, Farming Max, so. Du verstehst mich. Ja, ja, ist schon klar, Leute. Mhm. Doch, nein. Nutella mit Butter geht. Nein, das geht nicht. Könnt ihr nicht machen, Leute. Das ist absolut fui. Bah, das geht überhaupt nicht. Essen. So, jetzt fahren wir noch mal ein paar Mal hier hin und her. Die Breite hier auch haben. Hier von dem schicken Streuer. Guck mal. Schönes, nostalgisches Gerät. Modliste kommt bald. Ne? Ich muss noch ein paar Mods ergänzen. Der Niklas war so frei und hat eine Modliste erstellt, aber ich muss sie nochmal ergänzen. Geht schon, aber schmeckt nicht. Willst du Zilonka spielen? Soll ich uns einen kleinen Server machen? Zilonka werde ich auf jeden Fall spielen. Ich kann auch einen machen, Rick, Joe. Mir ist das egal. Gucken wir mal. Auf jeden Fall wird es nochmal einen Special-Stream geben zu Zilonka, auf jeden Fall. Zum Release. Ja, gucken. Könnten wir machen halt. Wenn du magst, Joe. Aber ich glaube, freitags bin ich erstmal raus, was die Map angeht. Am Samstag könnten wir dann starten. Ah, nee, da habe ich ACC. Stimmt. Da habe ich ACC. Ah, da geht schon wieder los mit dem Termin. Da geht schon wieder los. Oma schon wieder keine Zeit. Mann, ich hasse das. Leute, es gibt so viele coole Sachen, die ich machen will. Und der Tag hat einfach nur fucking 24 Stunden. LS Platinum Expansion gibt es mehrere Ausführungen. Wo sind da DLCs? Gibt dem DLC, gibt es wo eine wo? Was, Lukas? Hä, was? Was? Bitte schreiben Sie in Deutsch. Ich habe nichts verstanden, was du meinst. Es gibt 2 Versionen. Es gibt einmal die Platinum Expansion und die Platinum Extension. Platinum Extension ist quasi einzeln zu erwerben. Die Platinum Expansion ist der komplette LS. Also alles, was es gibt, Season Pass Year 1, Year 2, da ist alles mit drin, plus der LS. Und dann gibt es das noch im Season Pass Year 2, da ist es auch mit drin. Ja.
Ich glaube, das meintest du, ne? Ja, es gibt drei verschiedene Arten, diese zu bekommen, ja. Das meintest du, glaube ich, genau. Es gibt einmal die normale Version, das heißt mit LS, wer noch kein LS hat, mit allen Season Pässen und so weiter, gucken wir mal. Und die Edition ist halt quasi alles. Latinum Edition ist alles drin. Alles, was das Herz begehrt. Alle DLCs, auch die Zilonka. Ich glaube, das meintest du, ne? Ja. Und die Platinum Expansion ist quasi der einzelne Teil, in dem man sich käuflich erwerben kann. Alles hier, Akkordroma, ne? So. Da käuflich zu erwerben, wenn noch nicht vorhanden, ne? Deckt euch ein, Leute. Und unterstützt, ohne einen Cent mehr zu zahlen. So. Okay, ich will darüber. Das läuft heute hier nicht mit VCA, weil die Felder so unförmig sind, ne? Das meinte ich, genau. Kommt am 14. raus? Ja, am 14. Richtig. Am 14. Juni. Also nicht mehr lange bis zum DLC. So, wir fahren jetzt hier nochmal ein bisschen quer. Tipptopp. Retep, danke für 100 Bits, vielen Dank, Dankeschön. Retep übertreibt wieder hier, ne? Schon wieder ganz viele Bits hier verschenkt in diesem Monat. Was? Der hat noch keine Subs verschenkt. Was ist da los? Wir haben schon den zweiten. Hallo? Zur Spaß, ne? Tino, moin. Grüße. Barry, danke für 5. Einfach mal ein bisschen gebaitet. Ja, aber, ne? Ist Prinzip halt, ne? Kann nicht sein, danke. Okay. Danke dir für 5 verschenkt, du Verrückten. Dankeschön. Schon insgesamt, 10 Subs verschenkt hier, ne? Dankeschön, Dankeschön. Das war jetzt aber kein Muss, ne? Weil, ja gut, du ein bisschen baiten wollte ich jetzt. Na, guck mal, siehst du? Du bist der Erster. Sehr schön. Ohne mal 100 Bits. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, jetzt fahren wir da auch nochmal lang. Und nochmal 100 Bits, aber war schon 500 hier. Ich lasse mich nie provozieren. Nee, überhaupt nicht, Payment. Machen wir mal die 500 voll. Ja, ich bin auch kein Mensch von ungeraden Zahlen. Ich mag meistens Zahlen mit Nullen hinten dran. So, weiter geht's. Kenne ich. Ja, ich mag das auch nicht. Ungerade Zahlen machen mich immer ganz nervös. Ganz nervös. Mag ich auch nicht. Ja, Ricky ist auch mal ganz... Ricky hat ja auch schon hier so 2, 3 Subs hier mal rausgehauen. Der mag das auch nicht. Also ungerade Zahlen, da werde ich ganz himmelig. Da mag ich gar nicht. Und auch viele andere hier, ne? Gibt ja auch manche Leute, die kommen einmal im Monat. Subben hier rein oder lassen eine Bombe da und dann sind sie wieder einen ganzen Monat nicht da. Das ist immer sehr lustig. Nee, ich mag auch nicht. Nee, ach, alles gut. Das ist immer ganz komisch. 33 ist eine grausame Zahl. Wieso ist das ein alter Retep? Oder was? Guck mal, 101 Bit. Oh, nee. Auf die ungeraden Zahlen. Joe, danke dir. Nee. Nee, so war das jetzt nicht gemeint. Nee, so war das jetzt eigentlich? Nee. Das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Mann, dieser Zwang hier, ne? 34 bin ich. Ach so, ja gut. Guten Abend. Max, Grüße. Hi, herzlich willkommen im Stream. So, wir arbeiten gerade ein bisschen unsauber hier, ne? Weil ich ein bisschen unkonzentriert bin. Aber das kriegen wir, denke ich mal, dann auch hin, ne? Mit so einem schönen alten Schlepper hier. Guck ich dir mal an. Wie toll der ist, ne? Der ist echt super hier. Schupp. Und wenden. So, Ricky lässt auch mal 1, 2, 3 Punkte da. Dankeschön, vielen lieben Dank, Ricky. Für die Bits. Dankeschön. Wieso macht er eigentlich diese Linie nicht richtig? Das verstehe ich nicht. Ist das die falsche Bahn?
Oder habe ich die falsche Breite eingestellt? Das kann natürlich auch sein, ne? Das kann natürlich auch sein. Gamble All In gibt's hier nicht. Nee. Wir sind hier nicht in der Spielhülle. Soweit hier wird nicht hier. Sowas gibt es nicht. Da sind wir ganz schnell raus hier. All In gibt's hier nicht. Nee, nee. Das gibt's, glaube ich, bei. Bei wem gab's das denn? Weiß ich gar nicht. Irgendjemand gab's das, aber ich weiß nicht mehr wo. So, Leute, guck mal hier. Dann haben wir gleich hier die Wiese auch fertig. Und dann haben wir noch zwei weitere Wiesen vor uns. Freut euch, die nächste Wiese ist unser. Können wir eigentlich mal hier weitermachen? Dann können wir nicht ein bisschen weiter reindrehen. Ist gut. So. Sehr schön, guck mal. Die sind auch schön unförmig hier, die Felder, ne? Ich mag das. Manchmal mehr, manchmal weniger. Bei einigen Streamern, wo ich sonst bin, ist das so. Ich bin aber keine Streamerin. Oder? Ich könnte mich ja auch in rosa Tütü hinsetzen, Leute. Ja, hat auch mal eine Idee, ne? So ein schön Ballerina-Kleid könnte ich mich reinzwingen. Größe S. Ich glaube, da würde sich keiner angucken. So Presswurst. Wäre lustig. Nein! Okay. Marco wieder. CK Boyd, grüß dich. Hallöchen. Oh, ich so als kleine Elfe? Das ist 12 Stunden Tütü-Stream. Oh, da müssen wir aber vorher reinbeten hier. Das geht sonst nicht. Wann ziehst du das an? Ich habe nicht gesagt, dass ich es anziehe. Ich habe gesagt, es wäre vielleicht mal eine Idee, sowas zu machen. Nee, Leute. Gar nicht. Oder wir können eine Challenge machen. Wir können ja diesen Monat, ab morgen können wir eine Challenge machen. Man muss gewisse Sachen, sagen wir mal, erfüllen. Oder ihr müsst gewisse Sachen erfüllen, damit es Specials gibt. Oh, das wäre doch mal was, Leute. Dann machen wir den Baited November. Das wäre doch was. Der Challenge November. Tierfell war schon schlimm genug. Ach, das, du meinst das Foto, was wir gemeinsam auf unserem Tigerfell gemacht haben, Marco? Oder welches meinst du? Ist eine super Idee. Oh, dann lasse ich mir das mal morgen einfallen. Dass bei gewissen Ereignissen quasi dann ein bisschen was ist, ne? 11.11. im Tutu. Ja, mal gucken, ob ich das morgen schaffe. Aber es wäre eigentlich eine gute Idee. Dann machen wir hier so ein paar Challenges. Und die können wir mit irgendwelchen Sachen verknüpfen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Muss ich vorher mit meiner Frau über einige Sachen sprechen, aber ja. Vielleicht sollte ich meine Eltern auch informieren, falls mein Vater mal wieder hier im Stream reinguckt. Nicht, dass er irgendwie verstörend wirkt oder so. Könnte halt so sein. Tobi, moin. Schönen guten Abend, Chris. Hallo. Ist die Neuhof-Bergbahn schon draußen? Ja klar. Seit zweieinhalb Wochen schon. Nee, seit einer Woche ist sie raus. Seit einer Woche jetzt. Gut. Sonntag kam die raus, letzte Woche. Ja. Die 1-3er, ja. Schatz, ich muss mal mit dir... Müssen wir mal dein... Ey, nee, das passe ich gar nicht rein. Samstag in der Woche, wo Fasching beginnt. Ja, wir gucken mal. Jetzt nicht unbedingt ein Tütü, aber... Ah, wobei... Warum soll es ihm anders gehen als uns? Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja, ist natürlich ein Einwand, ne? Stimmt. Es muss brennen in euren Augen. Ihr müsst es bitter bereuen, dass ihr es gemacht habt. Ein Hoch auf den Tütü-Stream. Ja, ja, mal sehen, CK. Mal sehen. Erstmal ein bisschen weiterer fahren hier. Ein Hoch auf die 13 Monate von dir. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, wir fahren jetzt ein bisschen hier nochmal im Kreis und gucken mal, ob wir hier diese kleinen Flächen hier noch ready machen können.
Da gucken wir gleich mal weiter, ne? Ah, ich glaube, da lässt sich was hinkriegen. Ich habe schon so zwei, drei Ideen, was wir machen könnten. Oder 4, 5, 6 Ideen. Aber da müsste ich mir mal überlegen, wie wir das am besten umsetzen. Und wann wir das umsetzen, wenn irgendwas passiert. Würde ich sagen. So. Wir fahren jetzt hier noch einmal kurz und dann wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein. Das sollte reichen. Es ist halt nur eine Wiese, ne? So, auf zur nächsten Wiese. Die wäre, glaube ich, lass mal kurz gucken. Die wäre hier vorne, ne? Die Wiese gehört uns auch noch. Plus diese Wiese, glaube ich. Ja. Da müssen wir auch noch hin. Schönen guten Abend, Farmerin. Hallöchen, ich grüße dich. Sehr gut. Ab auf die nächste Wiese. Und dann kümmern wir uns um die Aufbereitung unserer Felder und schon mal weiter. Steht hier, moin. Mhm. Ach, das war das, weil die Wiese bei uns hinten am Hof, ne? Jo, das ist sie. So, hier müssen wir jetzt auch nochmal rum. Ich glaube, hier braucht man gar nichts machen, oder? Ah, doch. Zählt das auch dazu? Jo, der Bereich zählt ja auch dazu. Wow. Da müssen wir gerne mal gucken. So, weitermachen. Weiter düngen, Leute. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Und ich glaube, die anderen Felder müssen wir, glaube ich, auch erst pflügen, oder? Das weiß ich nicht mehr. Müssen wir uns gleich mal anschauen. So. 50 Kilogramm pro Hektar. Ist nicht viel, ne? Aber Gras wird ja sowieso nicht viel bei Precision Farming rausgeworfen. Das hält sich eher in Grenzen. Da ist der Verbrauch nicht so hoch, ne? Aber hier müssen wir auch noch auf der Ecke. Guck mal. Das zählt nämlich auch noch zu dem Feld hier. Oder zu der Wiese. Dieses kleine Stück hier. Gucken wir mal. Und ich glaube, Eva hat jetzt ihre Map im Mod-Hub eingereicht, ne? Habe ich, glaube ich, letztes Mal gelesen. Also Umatana. So. Und nicht vergessen, Leute, am kommenden Samstag, also jetzt hier am 4.11. ab 19 Uhr 12 Stunden Stream, ne? Unter anderem mit einer Runde ETS2 im Multiplayer. Danach sucht euch zwei Freunde oder Freundin oder diverse, je nachdem. Da könnt ihr eine Runde FSL zocken und ich moderiere das. Das heißt 3 gegen 3. Da braucht ihr nichts anderes als ein LS22. Und den Arena-Mode, der ist automatisch drin im LS22. Das heißt, ihr könnt da mitzocken. Ich stelle die Server und ihr könnt gegen andere Teams spielen. Das wird richtig gut. Ja, Eva hat sie eingereicht. Mal schauen, wie lange es dauert. Ich bin auch gespannt. Mal sehen. Werden wir uns auf jeden Fall auch mal angucken, die Map von Eva. Ja. Schon ein paar Mal in Streams reingelurkt, wenn sie mal live war. Schon mal so ein bisschen angeguckt. Sah auf jeden Fall sehr schön aus. So, jetzt müssen wir hier einmal so langsam oben. Jetzt geht es ja auch noch auf die Weihnachtszeit zu und dann gibt es ja bald noch das neue DLC und viele andere Sachen. Ich denke mal, so eine Einreichung im Mod-Hub, weiß nicht, was dauert das in der Regel? 1, 2 Wochen oder was?
Ja, aber ist doch nicht schlimm. Wir haben ja genug Mods, sagen wir mal so. Und irgendwann kommt da vom Yogi auch noch die Galgenberg, die vierfache, ne? Auch eine coole Map. Kann man die B-Version schon unterladen? Kann man sich die B-Version unterladen? Doch, sie hat noch was verändert. Ah, dann warte ich doch lieber auf die finalen Version. Da warte ich doch lieber auf die Finale. Das fände ich besser dann. Dann haben wir halt alles so, wie es dann auch in der Version ist. Jo. Sehr schön. Was war denn hier lang? Er ist besser, glaube ich. Naja, muss ja wieder einen neuen Spielstand anfangen oder irgendwie sowas, ne? Gerade wenn du mal was begonnen hast oder so. Das finde ich dann immer ein bisschen ärgerlich. Deswegen lieber ein bisschen länger warten. Und dann lohnt sich das Warten auch, ne? Und morgen am Sim-Freitag werden wir eine Runde auf dem Eis rumfahren. Wir werden Alaskan Road Trucker spielen. Freue mich auch schon sehr drauf. Wir haben schon sehr lange rumliegen. Leider bisher noch keine Zeit gefunden, da halt City Skylines auch rauskam, das anzuspielen. Und das werden wir morgen am Sim-Freitag anspielen, ne? Übrigens, ihr müsst mal alle hier Ricky gratulieren. Der hat Geburtstag heute. Der ist 42 geworden. So. Jetzt sind aber so 180 Leute hier. Das wird doch mal so 150 Glückwünsche hier, ne? Mal zusammenbekommen, oder? So. Wir brauchen noch einen Spieler aus unserem Team, Ricky. Ja, der Joe wird euch doch unterstützen. Hat er doch gerade gesagt. Der Joe kommt doch zu euch. GZ? Ja, der hat Geburtstag. 42 ist er geboren. So. Der alte Sack. Naja, ging schon mal besser hier mit dem Fahren, ne? Bin irgendwie außer Übung mit VCA. Ich nutze das eigentlich relativ selten nur noch, ne? Kali, ich grüße dich. Hi. Na, alles fit? Und Chris, moin, hallo. Ich hoffe, Sky ist bald auch wieder ready, ne? Also die ist ja noch ein bisschen am Kränkeln, hat sie wohl letztes Mal geschrieben. Ich hoffe, der geht's auch bald mal wieder besser. Wie geht's, wie steht's? Auch ganz gut soweit. Wir sind gerade hier am Düngen unserer Felder. Oder an unserer Wiesen. Nachdem wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass der Striegel hier absolut nichts bringt mit Precision Farming. LT, moin, hallo. So, vielleicht mache ich doch mit VCA. Dann machen wir das jetzt gleich mal. Weil die haben jetzt doch mehr Platz zum Wenden, ne? Ich fahre jetzt hier mal um. Versuch mal nochmal. Machen wir den hier. Besser ist. So. Unser nostalgischen Traktor hier, ne? Schöne alte Deutz. Richtig cooles Ding. Ich mag den. Ich finde richtig klasse. Nein, das geht auch nicht. Nein. Kannst du hier nicht machen. Precision Farming geht nur Düngen und Kalken. Oder Mist geht auch noch. Oder Gülle. Das würde auch noch gehen, aber sonst nichts anderes. Der war aus dem Mod-Hub, oder? Nee, der ist nicht aus dem Mod-Hub. Der ist von FBM. Die Modliste kommt in Kürze. Der Niklas hat die schon ein bisschen vorbereitet hier. Die muss ich noch ein bisschen ergänzen. Und da kommt die bald. Ne? Also von Forbidden Mods war der. Was, woher weißt du, wer Stefan Jungfrau ist? Weil die mein Geburtsdatum kennen. Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau, ja, das ist richtig. Das ist richtig, hör mal. Vom Sternzeichen, Ricky, ne? Sternzeichen. Sternzeichen. Ach, noch eine Jungfrau. Ach so. Ja, du wusstest genau. Gemeint ist. Du hast dann nachgefeiert. Alles Gute nachträglich, Farmerin.
Du bist 28 geworden, ne? Habe ich gehört. Dieser Ricky wieder, ne? Ja, ja. Ja, vom Sternzeichen. Boah. Hat wie die Jungfrau hier. Na dann. Gerne. So. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, sagt man. Ne? Der eine mehr, der andere weniger. Ich fühle mich manchmal sehr alt. Guten Abend, Dr. Schnaggels. Ich grüße dich. Hi. So, dann haben wir gleich noch eine Wiese und dann sind wir hiermit erstmal fertig. Ey, das sieht aus, ne? Das sieht aus hier mit dem Jungen, ne? Weil es halt so kleine Geräte sind. Wie gar nicht gewohnt, mit so kleineren Geräten so zu arbeiten, ne? Weil wir eigentlich gewohnt sind, ja, mit diesem Amazone-Düngerstreuer immer zu arbeiten, ne? Weil es halt, weil wir halt faul sind, ne? Aber so geht es auf jeden Fall auch. Das heißt, wir müssen gleich noch hier runter zu der Wiese und dann sind wir erstmal fertig. Dann, weiß ich nicht, müssen wir eigentlich hier pflügen? Ja, guck mal, wir müssen unsere Felder pflügen hier. Das hier auf jeden Fall. Und die 8 auch. Oh, da haben wir ja so einen richtig alten Flug, ne? Das wird auch grandios, Leute. So einen richtig alten Beetflug, glaube ich, habe ich. Das wird auch abenteuerlich. Da freue ich mich auch sehr drauf. Müssen wir echt beide machen? Jo, das und das. Das wird ja wieder richtig Spaß machen. Verdammt. Danke auch für die Follows, Leute. Ne? Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Nachträglich alles Gute. Auf die nächsten 50 Jahre. Ja. Guten Abend, Jeremy. Grüß dich. Hi. RKMedia, moin. Grüße. Mahlzeit. Hallo, hallo. Ach, Leute, so ist das, ne? Boah. Wie war denn euer Tag heute? Wie geht's? Oh, mir geht's gut. Ich bin heute ein bisschen vom Winde verweht, weil es war so stürmisch. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so stürmisch ist, aber hier in NRW, hier richtig stürmisch. Äste, Bäume lagen irgendwie auf der Straße. Von meinem Balkon wurde eine Pflanze vom Winde verweht. Echt heftig. Also richtig krass. Silas, moin. Alles war richtig krass. Ist immer noch draußen stürmisch. Da kannst du kein Fenster aufmachen. Ne? Und Regen kam runter. Heftig. Aber gut. Bei Tag bin noch verletzt von Dienstag innerlich. Ah ja, gut. Deine gute Besserung. Ne? Bei uns war gestern nur im Stadion stürmisch. Ja, sag mal. Gestern, ne? Ich will mal kurz aufgreifen, ne? Sind nämlich FC Bayern-Fans unter uns? Ich wollte mal fragen, was war denn gestern da in Saarbrücken los, hör mal? Die haben ja richtig gut gespielt. Man hätte ja meinen können, der FC Bayern war der Drittligist. Richtig geil. Richtig gut. Richtig gut. Geiles Spiel auf jeden Fall. Ja, wo sind sie jetzt wieder hier, die ganzen, ne? FC Bayern-Fans. Wir hatten keinen Sturm, geschweige den Wind hier. Echt nicht, Matze, okay. Gelegentlich könnten sie das, ja. Ah, keiner da wieder, ne? Die heulen auch nur. Ich finde Gitschigam immer so geil. Ich bin RB-Fan und 1-0 gegen Wolfsburg. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Aber ist halt so. Ist halt Fußball, Leute. So ist das. Ich fand auch geil, dass Kaiserslautern weitergekommen ist. Fand ich auch gut. Stefan, nicht das Wort Bayern hier verwenden. Warum nicht? Hä? Hallo? Hier ist jemand Bayern-Fan. Ja, schön. So super. Und die sind zu Recht rausgeflogen, die Bayern. Ich habe nichts gegen Bayern, ne? Also nicht falsch verstehen. Ne? Ich mag die Leute aus Bayern, echt ein super munteres Volk. Ich mag halt bloß den FCB nicht. Ich mag den Club einfach nicht. Ich mag ihn nicht. Ist so. Es tut mir auch sehr leid. Jeder soll Fan sein von dem Verein, der da ist, aber ich mag den Club nicht. Und mir graut es jetzt schon wieder vor dem Wochenende, ey. Weil meistens so nach so einer Niederlage kommen die dann wieder, weißt du, und da verlierst du gegen Bayern wieder, keine Ahnung, 4-0 oder so. Mal sehen. Dortmund spielt ja gegen Bayern jetzt. Da bin ich mal gespannt. Die letzten Spiele waren nicht so toll, ne, gegen die Bayern.
Aber gegen Hoffenheim hat Dortmund schon stark gespielt, fand ich. Also es war nicht schlecht. Ach, das Ende gestern fand ich am besten. Ja, ja. Ich habe das Spiel nochmal angeguckt. Also die letzten Minuten. Also ich fand es gut. Für die Bayern-Fans tut mir natürlich leid, dass sie rausgeflogen sind. Ne? Aber, ja, ist halt so. Es ist, was es ist, Leute. Ich finde auch mal schön, wie Gitschi Gammel sich dann immer aufregt. Das finde ich auch mal so witzig. Darf ich ehrlich sein, Stefan? Ja, bitte. Tut mir gar nicht leid. Ja, dir nicht Saarschelm. Ich denke mal, du kommst aus Saarbrücken, ne? Sonst wirst du ja nicht Saarschelm heißen. Und der Herr mit der Kappe gestern. Ja, das war auch lustig. Bitte. Im Prinzip braucht man doch bei einem Fußballspiel nur die Tore anzusehen. Ja, aber das Drumherum ist auch lustig. Das Drumherum, ne, ist halt auch sehr witzig. Manchmal auch sehr amüsant. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Ne? Den Saarländer aber kein Saarbrücker. Ach so. Aber man hält halt zu ihm. Ich sage immer, der Bessere wird gewinnen. Das ist richtig. Ne? Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten. Ich glaube, wir sollten hier mal so ein Floskeln-Phrasenschwein aufstellen hier. Das wäre, glaube ich, auch eine Idee. Ja, mei. So, aber auch fertig. Es gibt in Deutschland überhaupt noch weitere Trainer, falls der auch noch fliegt? Weiß ich nicht. Ich glaube, Hansi Flick hat keinen Job mehr aktuell, oder? Kann er wieder zurückgehen? Ich glaube, schwierig eher. So. Und halt nur 15 Minuten. Ach, von Saarbrücken weg. Ach so, okay, cool. So, weiter geht's. Auf zum nächsten Feld. Oder zur nächsten Wiese, besser gesagt. Boah, seitdem ich ACC fahre, ne? Ich habe immer einen Fuß direkt auf der Bremse, ne? Auch im LS, ne? Das ist so komisch. Seitdem ich ACC, also Assetto Corsa Competizione fahre, habe ich immer einen Fuß auf der Bremse hier. Auch wenn ich LS zocke. Das ist so weird, ne? Das ist so komisch, finde ich. Das ist echt total komisch. Also wenn die Fans, die Mistbauer, nicht besser zur Kasse gebeten werden, sollte man sich das Geld von den Vereinen holen. Das war doch jetzt gerade gar nicht Thema. Ging einfach nur um Fußball. Wieso? Mahlzeit. Du stehst immer auf der Bremse. Nein, das ist nicht richtig. Rico, moin, grüß dich. Warte mal ab, Ricky. Ich komme bald gestärkt wieder. Jo, bis dann, Jeremy. Hau rein. Was sind da für Linien? Das nennt man VCA. Und das ist quasi ein Unterstützungs... ist quasi wie so ein Spurassistent. Ne? Martin, guten Abend, hallo. Und der hilft dir quasi, dass du die Linien gerade fährst. Ne? Das gibt's im Mod-Hub. Ist für PC only. Verwende ich sehr gerne in meinen Projekten. Es gibt natürlich auch noch die GPS-Mod. Aber die nutze ich meistens mit Proceed. Also mit Fahrgassen und so weiter. Haben wir übrigens hier auch drauf. Ne? Machst du Geheimtraining? Also aktuell habe ich echt noch keine Zeit, Ricky. Aber ich habe mir vorgenommen, das hatte ich vorhin, hatte mich vorhin kurz mit Helge vom Stream unterhalten, weil wir den Samstags-Ding jetzt besprochen hatten, den 12-Stunden-Stream, by the way, ne? Jetzt am Samstag. Und weil er wollte mir noch ein paar Sachen bauen und sowas. Und das werde ich nächstes Jahr angreifen mit ACC. Und dann wirst du nur noch meine Rücklichter sehen, mein Freund. Da werde ich richtig ernst machen. Dann ist nämlich vorbei hier. Dann ist Schluss mit lustig. Mhm. Und ich werde wahrscheinlich auch ein anderes Auto fahren. Vielleicht nicht mehr eine Ferrari, sondern was anderes. Abwarten. Ja, mal sehen, Ricky. Ne? Mal sehen. Challenge accepted. Ich sehe schon, Ricky, wir müssen eine kleine Wette machen.
Für die nächste Saison. Wer am Ende der Saison besser abschneidet. Und ich habe mir nochmal überlegt, wir haben ja auch gesagt, dass wir dann ab nächstes Jahr alle 2 Wochen zum Beispiel ein Rennen fahren. Servus, Gernot. Und wir werden auf jeden Fall die GT3 weiterfahren. Wir werden auch ein paar DLC-Strecken mit dazu nehmen zu ACC, weil es halt auch richtig coole DLC-Strecken gibt. Und wir werden Porsche Cup fahren. Habe ich mir jetzt überlegt. Den Porsche Cup werden wir zusätzlich noch als Wettbewerb fahren. Das wird auch richtig nice. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Den Porsche Cup ohne TC. Ab nächstes Jahr fahre ich den AMG. Ja, ich bin auch bin noch ein bisschen am Schwanken. Den AMG oder ein anderes Fahrzeug. Hier steht guten Abend. Kalle, moin. Hallo. Grüße dich. So, weiter geht's hier. Schön ackern auf der Frühling, Leute. Schön mit dem richtig coolen Träger. Warum geht eigentlich die eine Taste nicht mehr? Haben die schon wieder falsch belegt oder was? Mit dem Ranzoomen? Die geht nicht mehr. Schade eigentlich. Muss ich mal wieder testen. Die Tage. So, wir fahren mal kurz ab durch die Ecke. Manöver. Klappt das? Ah, nicht so ganz, ne? Fast. Vielleicht auch Doppelbelegung. Nee, eigentlich nicht. Das ist keine Doppelbelegung, habe ich extra rausgenommen. Da müsste ich nach dem Stream noch mal in Ruhe schauen. Das ist ja kein Thema. So, jetzt haben wir die ganze Zeit, jetzt schon über eine Stunde, oder fast eine Stunde sind wir dabei, die Sachen zu düngen hier. Ne? Also heute ist viel auf Acker, Leute. Ne? Das heißt, heute werden wir viel auf Wiesen und Feldern unterwegs sein. Ne? Das nächste wäre dann, glaube ich, 2 Felder zu pflügen. Mit einem richtig alten Pflug. Das werden wir machen. Und dann das Feld für die Aussaat vorbereiten. Das heißt, wir sind mit einer Egge, glaube ich, noch unterwegs. Und dann geht es erst mit der Drille weiter. Aber ob wir das heute mit der Drille noch schaffen, müssen wir gucken, wie schnell ich mit dem Flug zurechtkomme. Da müssen wir mal schauen. Das ist so der Plan für heute. Auf jeden Fall flügen noch und vielleicht mit der Egge noch ein bisschen, aber mit dem Grupperer noch ein bisschen arbeiten. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Tiere sind alle versorgt. Wir müssen mal bei unserer Marmeladenfabrik vorbeischauen. Und ich brauche gleich noch einen Kaffee, weil er alle ist. Oder vielleicht ein Wasser. Mal gucken. So. Oh, was war denn jetzt? Da war ein Huckel. Da war ein böser Huckel. Noch ein Huckel. So, jetzt mal gucken hier. Ah, guck mal, fast fertig. Sehr schön. Die gesamte Wiese, da vorne den einen Streifen, müssen wir ja noch manuell abfahren. Ich weiß, dass die Leute das immer triggern, wenn ich manuell sage, ne? Zum Ende. Dann drehen wir mal hier. Ich mag diesen Traktor. Guck mal hier. Ah, ehrlich. So, das ging auch schneller, als ich dachte jetzt. Ich dachte, wir brauchen echt länger mit dem Düngen. Weil halt die Arbeitsbreite jetzt von dem Düngerstreuer, den wir jetzt haben, jetzt auch nicht so die größte ist. Oh, müssen wir aufpassen. Oh, oh, oh. Eieiei. Beinahe reingefahren hier. Eieiei. Der hat halt ein riesen Wendemanöver hier, ne? Also Wendekreis. Da musst du richtig aufpassen. Noch ein kleines Stück. Da müssen wir unten noch gleich die andere Linie mitnehmen.
So, da vorne haben wir ein bisschen was vergessen. Das Gute ist, das sieht man relativ gut hier auf den Wiesen, ne? Ach, hier ist ein Buckel drin. Guck mal, da. Ach so, deswegen. Gut, das wird's gewesen sein. Und jetzt hier nochmal der schmale Weg. Und dann sind wir fertig mit Düngen. Tipptopp. Guck mal, die einzelnen Ketten, wie sie sich hier unten drehen, ne? Richtig geil. Bei dem Düngerstreuer. So, jetzt zusammenklappen hier, damit auch nichts rausfällt. Alles sehr mechanisch, ne? Psycho Becker, moin, Grüße. Guten Abend. Ja, schön, dass ihr alle da seid, ne? Heute mal wieder auf der Frühling hier unterwegs. Ich muss den mal kurz sauber machen hier. Ich muss mal gucken, ob wir schon einen Erdbeermarmelade haben. So. Lass uns mal gucken hier, ne? So, machen wir den mal ein bisschen sauber, ne? Das ist ein bisschen staubig. Einmal eine kleine Motorwäsche noch mit dabei, wa? So. Dann muss man nämlich hier auch direkt drüber, ne? Weil das wird nämlich sonst nicht sauber, ne? Macht man natürlich nicht in Real Life, ne? Schon klar. So, komm mal fertig hier. Mahlzeit, Gashom, Grüße. Mit welchem Lenkrad zockst du? LS meinst du? Mit dem G923. Hier, guck mal. Hier hast du meine komplette Hardware. Ich glaube, ein, zwei Sachen fehlen dann noch. Die muss ich mal updaten. Da fehlen auch die Moser-Lenkräder drin. Und mein Rig und sowas. Aber da findest du quasi alles, was ich nutze, bis auf zwei, drei Sachen, die ich noch nicht aktualisiert habe. Ah, da müsstest du fast alles finden. So. Jetzt müssen wir den Düngerstreuer erstmal wieder wegstellen. Und dann gehen wir gleich in den Fiat rein. Wir gucken mal kurz in die Marmeladenfabrik, ne? Gerne, gerne. Oh, Stück nach vorne ziehen. Den packen wir auch mal rein. Sehr schön. Da können wir mal umsteigen hier. Pass mal ab. An dem Stück vor. Wir machen den Motor erstmal aus. Ne? Wir gehen mal kurz rüber hier zur Marmeladenfabrik. Was macht eigentlich meine Silage? Guck mal, ist schon fast fertig. Sehr gut. So. Haben wir schon irgendwas produziert? Ui. Läuft noch, ne? Ne, Güter fehlen. Ah, guck mal, da fehlen noch Güter. Habe ich noch Erdbeeren irgendwo? Lass mal gucken. Sind schon Erdbeeren wieder gewachsen? Da fehlen noch ein paar Güter. Die haben wir ja vorne, ne? Ne, sind noch keine weiteren Erdbeeren da. Dauert noch ein bisschen. Okay, da müssen wir dann noch ein bisschen warten. Gut, wir können mal ein bisschen die Kühe besuchen, ne?
Lila Linda. Mahlzeit, Grüße, guten Abend. Gibt es den Düngerstreuer eigentlich im Mottab? Ja, den gibt es im Mottab. Genau. Den Düngerstreuer, den du gerade gesehen hast, gibt es im Mottab. Den hier. Der nennt sich Lizard N035RNW. Genau, den gibt es im Mottab. Das kleine Ding. Das ist, glaube ich, so eine tschechisch-russische Geschichte, polnische. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall Lizard. Ne, so heißt er. Den findest du im Mottab, richtig. Genau wie den hier. Das ist so ein alter Futtermischer. Das ist nämlich so ein Pack hier. Der und der, das ist sind fast die gleichen. Und den findest du zum Beispiel hier bei Forbidden Mods. Also nur für PC only. Genau wie diese Krone-Kipper. Die findest du auch dementsprechend dort. Ne? Die Krone-Emsland-Kipper halt auch richtig geil. Ja. So, wir gehen mal die Kühe besuchen. Den gibt es dort. So, Leute, passt ihr mir mal ein bisschen auf die Kühe auf.